Nur wenn du sterben. Der Angriff Steiners war Befehl! Jawohl! Die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen. Von vor kommt der Beschuss! Davon! Ein paar Vanille Faulpelz! Davon! Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält! Kapituliere niemals! Das ist empörend! Meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen! Davon! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stettkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Fegelei! Stalin! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Kommende Generation dankbar sein. Dann entblößen wir die Westfront. Wieder schlagkräftig machen. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Göring ist der Mann, auf der Stelle hinzurichten. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Was alles soll von diesen Lügen bald an noch erfahren? Ist das Feiglinge, Verräter, Versager? Die Generalität ist der Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie wollen beweisen, dass sie aus Fleisch und Blut sind! Da bringen sie sich nicht mehr! Unberechenbare Künstler! Alle die anderen! Ja! Eine große Verantwortung liegt nur auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Und wir sind seinem Willen verpflichtet! Ach Unsinn! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören. Sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig. Was ist der schlimmste Verrat von allen? Bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring, wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich, in den nächsten Szenen, die ich habe. Faulpelz! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Was hat er daraus gemacht? Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Sie ist ohne Ehre! Widerstand in den Weg gelegt! Von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Fegelei! Feststeht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Denk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Davon! Ja, ist das ein wahnsinnig geworden. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Erfahrt! Da wollen wir mal. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Der Russe ist schon so nah. Weltfremder, unberechenbarer Künstler, all die anderen, ja! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Und der End ausgerechnet, so vielleicht schon tot! Ja! Mein Führer,
Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Aber Sie haben es selbst gehört, wenn wir nicht führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Bringen Sie mir Fegelein!